Habt ihr gesehen, wer zurück ist? Es ist das Mikrofon. Lange musste ich ja jetzt hier mit dem hier aufnehmen, was übrigens kein Problem ist, weil es ist gute Qualität. Ja, dieses Mikrofon hat meinen Tisch irgendwie... Also mein Tisch war so, und dann ist da so ein Klemmdings, und das hat einfach mit meinem Tisch diesen hier gemacht. Jetzt habe ich es geschafft, das Mic doch irgendwie dran zu machen. Hoffe, das macht den Tisch nicht noch weiter kaputt, weil der ist sowieso schon im Arsch. Muss mir einen neuen Tisch holen und ist auch egal. Und nein, selbstverständlich ist die Tasse leer. Was habt ihr denn gedacht, dass da drin Kaffee ist? Sehe ich aus, als hätte ich rote Haare? Ah, warte, ich brauch meine Kaffeetasse. Warte. Und wenn wir schon von roten Haaren sprechen, können wir gleich mal gucken, was die Kollegen machen. Kollegen. Aha. Mhm. Was ist das? Ice Cream 4. Oh mein Gott, hallo, kannst du mich hören? Wenn du mich hören kannst, dann abonnier den Kanal, wenn dir jetzt alles hier gefällt, was ich hier mache. Und vor allem like das Video, wenn es dir gefällt. Wir sehen uns. So, dann wollen wir mal das Ganze hier anschließen. Gott. Ist aber auch echt nicht wendbar hier alles. Das fuckt ein bisschen ab. So. No Signal. Aha. Da haben wir ein Signal. So. Dann wollen wir mal, wo haben wir es denn hier? Ice Cream. Ja. Das Ding neben mir sieht auch einfach episch aus. Das Stativ, Junge, für die Dings. Das müsste ich euch eigentlich auch mal zeigen. Oh, ich habe jetzt aber kein Output hier. Nö, höre ich nicht. Da muss ich tatsächlich hier drüben den Fernseher einschalten. Damit ich Audio-Output habe. Oder auch nicht. Okay, habe ich halt kein Audio. Passt jetzt mal auf, ne? Das Stativ, Alter. Sieht einfach aus wie so ein Alien neben mir. Das ist ein richtiges Stativ à la Varon. Ja, Stativ à la Varon. Hier das Kamerastativ. Und da drauf. Also. Eigentlich ist das Stativ von der Kamera ja so. Ne? Ich habe das jetzt runtergeschraubt, weil hier müsste eigentlich das Handy eingeklemmt werden. Einfach runter die Kamera. Das hier ist eigentlich so festhalten am Bildschirm gedacht. Einfach aus wie so ein Alien. Oh, jetzt muss ich nur das Problem hinkriegen, dass ich hier kein Audio habe. Wird auch nicht unterstützt. Naja, dann nicht. Dann habe ich halt kein Audio-Output. Spielen wir einfach Ice Cream 4. Qualität. Ah, okay, ist schon auf hoch. So. Wie kann ich... Aha. So. Also ich muss dann die ganze Zeit irgendwie so spielen, damit ich noch halbwegs in die Kamera gucke. Ist ja auch ein bisschen nervig. Spielen wir einfach mal eine Runde. Oh, das ist die Werbung. Ich dachte, das wäre jetzt das Original. Also das Spiel. Ey, ich habe gar nicht drauf gedrückt. Ich würde das so gerne hören. Eigentlich bin ich auch nicht der Typ für solche Spiele. Eigentlich, nee. Bin ich keine Begeisterung in solchen Spielen, aber... Ich meine, wir können es mal antesten. Wir können es ja mal antesten. Ich glaube, ich habe einen riesen Nachteil dadurch, dass ich nichts hören kann. Bei Audio geht jetzt halt alles übers Kabel und über...
den Adapter per HDMI-Kabel in die Capture Card rein. Dementsprechend wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Jay, it's you? Oh, wir pressen die schwabbeligen Trottel aus. We're gonna mix some ice cream pie. Oh boy. Well, 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 kids, you're all reunited again. Wieder vereint? Das heißt, er hatte schon mal Leute die Kinder vereint gehabt? Ich habe halt die vorherigen Teile nicht gespielt. Teuflisches Lachen. Ich will es nicht ganz hören. Ich muss das, wenn ich noch eine Aufnahme davon mache, muss ich unbedingt gucken, dass ich es irgendwie auf den zweiten Monitor zum Laufen kriege. Er will halt wirklich Eis aus Kindern machen, kann das sein? Wahnsinniger Psycho, du. Oh, hallo. Kriegt der gar nicht mit. Das ist aber auch echt empfindlich, die Steuerung hier, ne? Heilige Scheiße, Alter, da komme ich ja gar nicht mit klar. Hallo? Nein, hier gibt's nichts, was wir sehen sollten. Mm-mm. Ja, was willst du jetzt machen? Hä? Ich mach Randale. Ich mach Randale, Alter. Ich mach so Randale. Ich kann zwar nicht hören, aber ich wette, ich mach Randale. Ja. Ja. Ah. Ach so, ich hab's nicht ganz getroffen gehabt. Oh, ihr müsst aber auch. Ich muss wieder runter machen. Der gar nicht mit, ne? Ne, der ist taub, Alter. Der ist taub und schwerhörig zugleich. Der ist einfach alles gleichzeitig. Aber ich glaube, es wäre cooler, könnte ich etwas hören. Kontrollraum. Oh, ich glaube, ich weiß, wo ich die Bombe einsetzen kann. Geht die sich auch? Hallo? Oh, fuck! Guck mich nicht so dämlich an. Fuck. Okay. Ich habe noch zwei Versuche. Ehe die Fabrik schließt. Alles klar. Hier wieder irgendwas? Bild. Ja, da, ich mache hier wieder Randale. Guck mich an. Ja, du notierst dir. Vergiss den Bindestrich zwischen Spider und Man nicht. Wer diese Referenz kennt, ihr seid PlayStation-Spieler. Definitiv. Hä, was ist das? Ach. Ja, genau. Hinter dem Bild ein Schlüssel. Ich bin frei und du kannst nichts dagegen machen, du Trottel, denn du bist wieder mal taub und schwerhörig. Cool, da, was will er denn machen? Ja, was willst du machen? Ja, hier bin ich. Hallo. Der ist dumm. Der ist einfach dumm. Hallo? Kleiner Trottel! Okay, die Bombe liegt hier immer noch. Das finde ich gut. Wir kriechen einfach durchs ganze Gebäude.
Da ist ja auch einer drin. Lol. Kriechen einfach durch die ganze Butze, Alter. Uns wird niemand finden. Ich würde sagen, wir erkunden ja heute erstmal hier das ganze Gebäude. Und vielleicht in der steh auf. Vielleicht in der zweiten Folge. Oh fuck, das ist gar nicht gut. Ja, was machen wir denn jetzt? Mach auf! Der wird mich ja niemals finden. Oh, du Schweine! Brenn! Du Schweinepriester! Alter, der wird niemals so schlau sein. Das Spiel macht ja wirklich Spaß, aber ich glaube, wenn man tot hätte, wäre es noch cooler. Weil ich kann jetzt nicht einschätzen, ob er in der Nähe ist oder nicht. Mama! Der ist so blöd. Wo geht denn der jetzt hin? Ist auch nichts abgeschlossen, hier ist einfach alles offen. Gott, Safe Spot. Safe Spot, der wird mich hier niemals finden. Okay, lass mal gucken, was hier unten ist. Bisschen Schiss, dass er jetzt von oben kommt, aber wenn er kommt, dann kommt er halt. Hier ist ein X, also das heißt, die kann ich nicht öffnen, ja. Ey, lass mal ein Video gucken für eine Bombe. Geht das irgendwie? Hier? Nö. Nee, hä? Wofür ist denn das Symbol? I don't know. Oh, nein, er kommt! Gar nicht gut, gar nicht gut. Hoffentlich hat er mich nicht gesehen. Leiter? Leiter? Ah! Oh Gott! Oh Gott, Alter. Oh nee. Oh nee. Runter. Durch. Oh Gott. Ja, ich kann verstehen, weshalb das Leute mögen. Ich kann es verstehen. Ich sehe es. Ich sehe es. Scheiße, jetzt weiß ich nicht, wo der ist. Ja, hi. hier irgendwas? Oder sind das nur Toilettenräume? Boah, ich habe jetzt irgendwie Schiss. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich glaube, genau darum geht's in diesem Spiel. Dass du nicht einschätzen kannst, wo er ist und du deswegen Schiss hast. Irgendwie gefällt mir das. Das ist irgendwie cool. Was ist denn mit ihm los? so komme ich wieder auf der anderen Seite rein. I see. Ah, hier ist noch eine Tür. Aha. Er wird mich niemals sehen, Alter. Der wird mich niemals sehen. Er hat mich nicht gesehen, oder? Ja, oh, gehen Sie mal. Der schließt immer die ganzen Meetingsraumtüren hier. Aha. Gut, aber ich glaube, wir haben jetzt eigentlich jeden Raum gesehen. Ja, hier ist wieder dieser komische Türsteher. Huch.
Hä? Und da unten ging es halt hin zu dem komischen Eismann. Da hinten waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Qualitätskontrolle. Ach, dann sind wir wieder bei den Kindern. Na gut. Dann möchte ich auch noch mal gucken, wie es aussieht, wenn er uns kriegt. Ist der noch hier unten irgendwo? Oh, da unten werkelt er. Und der kommt hoch. Ey, mal gucken, ob das hier wirklich ein Safe Spot ist. Das wär's. Okay, es ist kein Safe Spot. Und er rülpst mir voll in die Fresse. Umgeschaut habe ich mich ja. Ich habe den ersten Eindruck vom Spiel bekommen. Und es wirkt ziemlich spaßig. Also, vielleicht gibt es eine zweite Folge. Lasst es mich wissen. Bis dahin, Leute. Haut rein und bleibt gesund.